Als ich klein war, spielte ich gerne an einem Fluss in meiner Wohngegend mit meinen Freunden. Sie hießen Mimi, Lupi und Le Frosch. Sie erlebten mit mir die größten Abenteuer und taten alles, was ich wollte. Wir hatten immer einen Grund zu lachen, wenn Le Frosch etwas mit seinem französischen Akzent gesagt hatte. Lupi zeigt uns immer seine neuesten Kunststücke. Und Mimi war immer für mich da. Wir waren einfach die tollste Truppe, die es auf der Welt gab. Abends, als Mimi und ich uns von Lupi und Le Frosch verabschiedeten, erzählten wir uns auf dem Heimweg über die spannendsten Geschichten. Ich lebte alleine mit meinem Vater und Mimi in einer kleinen Wohnung. So hätte mein Leben immer weitergehen sollen. Doch eines Tages wurde es langsam Zeit umzuziehen, sagte mein Vater immer wieder. Ich musste wegziehen von meinem Fluss, von meinem Heim, von meinen Freunden. Ich wollte immer wieder zurück zu dem Ort der Abenteuer, dem Ort der Freundschaft. Mein Vater schickte mich zur Psychiatrie. Ich solle mich befreien von meinen Freunden. Er sagte, sie seien nicht real. Doch sie sind es. Sie sind in meinem Herzen. Mimi weiß es doch auch. Mimi ist nur ein Kuscheltier, sagte ich jedes Mal, wenn ich von unseren Abenteuern erzählte. Mimi ist ein Häschen mit Flügeln. Sie redete mit mir jede Nacht, um mich aufzumuntern. Ich wurde in der Psychiatrie groß. Wenn ich traurig war, besuchten mich meine Freunde des Öfteren. Sie verließen mich nicht, denn sie sagten immer, die Zeit ist noch nicht gekommen. Nach einem halben Jahr waren die Ärzte immer noch erfolglos bei mir. Ich wollte nicht loslassen von meinen wahren Freunden, nicht loslassen von den Abenteuern. Meine Freunde lassen mich auch nicht los, und in meinen Träumen kehrte ich immer an den Fluss zurück und spielte. Die Ärzte sahen keine andere Option, als mir Mimi wegzunehmen. Ich weinte und schrie tagelang um Mimi. Sie haben sie mir einfach verbrannt. Meine Freunde besuchten mich Wochen darauf. Es war ihr letzter Besuch. Ihre letzten Worte vor dem Abschied waren: Du musst dich entscheiden. Ein Leben mit Abenteuern oder ein Leben in Gefangenschaft. Sie werden dich niemals rauslassen. Wenn du mit uns gehst, wird dein Leben voller Abenteuer sein und du wirst neue Freunde kennenlernen. Sie verschwanden langsam in der Luft und ließen mich alleine. Jetzt habe ich keine Freunde mehr. Weder Mimi, noch Lupi, noch Le Frosch. Ich musste den Weg finden, hinein in die Welt der Abenteuer. Meine Träume wurden zu Albträumen und die Menschen um mir zu Monstern. Ich sah nur noch den einen Weg vor mir. Ich musste mir das Leben nehmen. Ich stahl an der Wachperson um meine Zelle ein Gewehr und zielte auf meinen Kopf. Meine letzten Worte waren: Von der Hölle in den Himmel. Und ich drückte ab. Nun bin ich tot, schwebe über meinem Fluss. Meine Freunde warteten schon auf mich, mit einem großen Grinsen im Gesicht. Sie konnten nicht mehr reden und zeigten nur auf ein kleines Kind, das alleine am Flussrand spielte. Ich flog zu ihm, stellte mich ihm vor und begann mit ihm zu spielen. Das Kind warst du. Du kannst dich nur nicht mehr daran erinnern. Le Frosch war mein Onkel. Er nahm sich im Krieg das Leben und schwor sich, in eine friedlichere Welt zu kommen. Lupi war mein großer Bruder, der meinte, es gibt eine glücklichere Welt, und nahm sich das Leben. In Mimi lebte meine Mutter. Sie war traurig über diese schlimme Welt und nahm sich das Leben. Du wirst dir auch das Leben nehmen, denn ich war jemand, den du kanntest in deiner Kindheit. Du hast mir sehr weh getan und ließ mich alleine. Ich bekam dann meine Fantasiefreunde, und du bekamst mich. Beginne dich zu erinnern, warum du mich bekamst und warum du mich vergessen hast. Ich bin immer bei dir und warte darauf, mit dir ein Abenteuer zu erleben. Es ist ein Fluch. Sobald du keine realen Freunde hast, kommen sie. Die toten Freunde. Hi, ich bin der Tintenbaron. Ich hoffe, meine Gastvertonung hat euch gefallen. Ich habe auch einen eigenen Creepypasta-Kanal. Die Links könnt ihr mal abchecken. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich verabschiede mich nun schon mal. Bis zum nächsten Video. Euer Tintenbaron.